Hallo und herzlich willkommen zurück zu Die Sims 4. Die Susi, ach, ist gerade fertig geworden hier mit dem Putzen der Theke. Und was macht der Felix gerade? Der geht Geschirr spülen. Okay, das ist gut. Weil das sieht ja hier auch aus. Siehst du, die Susi hat das scheinbar auch vor. So, sammel das mal noch einen, genau. Und der Felix darf dann erstmal den PC heil machen. So, was machst du jetzt mit dem Geschirr? So, Susi, du kannst es aufräumen. Das auch, den ganzen Stapel. Irgendwie ist der nicht fertig geworden. Mit Abwaschen hier. Unser Felix. Boah, dieses Kribbeln, das ist ja grauenhaft. Das räumen wir gleich mal raus, um das gar nicht so laut zu hören. So, was möchte die Susi machen? Rumpfbeugen möchte sie machen. Interessant. Und ein Proteinschub. Sie möchte 4 Stunden Musik hören, komm. Zuhören. Nee, nicht romantisch. Komm, wir machen was Ordentliches an hier. Pop. Hör dir Pop an. So, der Felix ist fertig. Teile plündern. So. 25 gemeine oder schelmische Interaktionen anwenden muss der Felix noch. Und von 3 Sims nicht gemocht werden. Oh, da bin ich eigentlich gar kein Freund von, irgendwie von allen Sims nicht gemocht zu werden. Du musst weiterhören. Zuhören. Pop. So, der Felix ist fertig. Kannst du vielleicht hier dran auch irgendwas machen? Irgendwas verbessern? Nee, kannst du noch nicht. Was kannst du für Comedy machen? Ein Kurzauftritt verfassen? Na. Aber wie es aussieht, tanzt du erstmal. Na dann tanzen Runde. So, der Felix hat ja auch frei. Die Susi auch. Wir bräuchten eigentlich Freunde. Das sieht okay aus. Dann können wir doch mal die Hanna anrufen. Einladen zu, einladen hier abzuhängen. Tebow, Gneer, Pruba, Damit wir da mal vorankommen. Pator. Hannah Mertens wird gleich hier sein. Dann zieh dich mal um. Outfit ändern. Alltagskleidung. Da ist sie schon. Mensch, da ging er schnell. Hereinbitten. So, nicht mit Susi plaudern, sondern dein Besuch ist da. So, und wir wollen dann ein bisschen freundlich sein. Denn freundlich bringt die Freundschaft ja schön schnell hoch. Nee, nicht auf Wiedersehen sagen, kennenlernen. Ihr könnt mal euch mal ein bisschen kennenlernen. Das könnt ihr auch mehr als einmal machen. So, nochmal. Warum gehst du denn weg von ihr hier? Ach, ja, dann rede von da. So, anbrüllen. Schmeicheln. Ein Klopf-Klopf-Witz ist immer gut. Die Hanna ist gesellig. Okay. Tiefgründige Unterhaltung. Polizisten wird's machen. Sehr gut. Über neueste Spiele reden. Was macht die Susi? Die genießt noch ihr Getränk. Stopp, intensiv zuhören. Ach, das haben wir auch. Fertig. Ein Sim ein Ständchen bringen, wenn kokett. Okay, das können wir dann mit Felix machen. Gut. Dann kannst du erstmal die verwenden, das können wir erstmal ausschalten. So, dann wollen wir mal schauen.
Was können wir denn mit der Susi noch machen? Zur Inspiration zupfen. Ja. Ich denke mal, da können wir die Musik erstmal noch weiter voranbringen. Nope, du gehst jetzt nicht im Internet surfen. Du redest jetzt weiter. Spielestrategien diskutieren. Ein absurdes Gerücht verbreiten, das ist natürlich was Schelmisches, das ist auch ganz gut. Nee, mit Handschocker nicht reinlegen. Freundlich tratschen. Freundlich, lustige Aktivitäten vorschlagen, aber er ist gelangweilt. Oh, langweiliges Gespräch. Und das ist er beschämt. Unbehagliche Begegnung. Selbstironisch scherzen. Freundlich. Oh, ja, das geht ja hier richtig klasse ab, das Gespräch. Nach Tag fragen. Haben wir jetzt wieder ein bisschen was anderes? Ja, machen wir das Typische, was wir immer machen. Können ja mal gucken, über Interessen reden. Schmeicheln. Es sind alles... Man läuft letztendlich immer zu den gleichen Sachen über, habe ich so das Gefühl. Wir können mal was Lustiges machen. Ein Star imitieren. Jemanden parodieren und wir können auch noch einen Witz über Affen erzählen. Mal schauen. Dann gucken wir mal auf die Freundschaftsanf... Bis jetzt hat es noch nicht viel gebracht. Das war auch schon mal leichter, hier Freunde zu ergattern. Die sind Bekannte. Geht echt langsam voran. Bob, was können wir schon über Bob? Bob ist ein Nachbar, wissen wir noch nichts. Hannah ist ein Snob, aktiv und gesellig. Über Maya wissen wir auch noch nicht viel. Und über die Marie wissen wir, sie ist ein Burawurm und kreativ. Okay. Na, jetzt schnacken die beiden noch ein bisschen. Das heißt, einen koketten Witz machen? Nee. Das lustig scheint zu funktionieren. Eine unverschämte Geschichte erzählen. Dann machen wir doch mal damit einfach weiter. Rumblödeln. Eine lustige Geschichte nochmal erzählen. Komm, mach nochmal den Klopf-Klopf-Witz. Klopf-Klopf-Witz kommt hier scheinbar immer gut an, wenn man ein bisschen lustig ist. Jetzt tauschen wir einfach mal die Seiten. Warum denn nicht? Weißt du, die Dinos früher, die waren so groß. Und da habe ich gedacht, hey, wollen wir einfach welche züchten? Da haben wir selber kleine Mini-Dinos. Sind natürlich keine großen, die fressen uns ja auf. Aber sie müssen grün sein. Mit großen Zähnen. Aber klein. Aber grün. So wie mein T-Shirt. Ja. Ich finde die Hannah gut. Boah, das geht ja echt. Ach, lass ich die. Sollen sie vor sich hin plaudern? Das ist ja schlimm. Du kannst weiter jammen. Genau, immer schön Fernseher ausmachen. Post haben wir bezahlt. Ist das nicht unser Nachbar? Bobson? Ja, Bob. Urkomische, schlagfertige Antwort. Boah. Freunde finden, ey, das ist hier echt ein Unterfangen. Er möchte Susi ein Kompliment machen und Jutta kennenlernen. Jutta ja mit ihrem neuen Hütchen hier. Jemand verrückt anfunkeln. Duschen wäre eine Option. Kleiner Stinker. Und unseren Garten müssen wir dann mal jäten. Ich muss los. Danke, dass du die Zeit genommen hast. Natürlich. Jäten und bewässern. So. Wir können mal hier diese emotionale Aura deaktivieren. Weil die ganze Zeit hier verspielt. Das ist zwar eine schöne Sache, aber... Ne, und so. Er kann schön pfeifen, ne? So, was möchte denn die Susi gerade? Grimassen am Spiegel schneiden, an einem Lied arbeiten und eine Sportsendung schauen. An einem Lied arbeiten?
Können wir das hier zum Beispiel machen? Schreiben? Nee. An einem Lied arbeiten. Können wir das hier machen? Lied spielen, Jam, Inventar, zur Inspiration, Schlaflied spielen. Wo können wir das machen? Klicke auf ein Instrument und wähle Lied schreiben. Yo. Nee. Oh, da ist jemand kokett. Wie kommt's? Romantische Komödie gesehen. Und ein romantisches Dekor. Wegen Umgebung. Was macht sie gerade? Mit Felix plaudern nebenbei. Achso, okay. Ja, ich glaube, die Bevölkerung wird hier noch ein bisschen auf sich warten lassen. Und Jutta hat ja mal voll die stylische Cappy auf hier. So, was hast du vor? Natürlich, daddeln. Könnte ich sein. Wie schaut's bei dir jobtechnisch aus? Du müsstest 3 Plugins installieren. Ja, das kannst du vielleicht später machen. Wir gucken erstmal, was hier der Felix noch macht. Alles ernten könnte er dann noch machen und auf jeden Fall weiterentwickeln. Die olle Pfeife. Oh, du stehst in dem Blumenmeister. In den Blumen drin. Aber weil ich das gerade sehe, ich finde die Tattoos hier bei Susi sehen echt cool aus am Arm. Damit kann man leben. Ja, das passt auch. So, wie lange guckt sich das Susi noch an hier? Ach, sie schnackt nebenbei, okay. Levelaufstieg der Gartenfähigkeit auf Stufe 3, sehr gut. Felix, du machst hier alles richtig im Garten. Und ich guck gerade mal auf unser Konto. Und das sieht gut aus, was ich da sehe. Das heißt, wir könnten uns dann... Ich würde sagen, sobald die beiden hier klarkommen miteinander, können wir dann überlegen, dass wir vielleicht ein gemeinsames Zimmer draus machen, beziehungsweise die Zimmer neu aufteilen. Und wenn wir das machen, dann kommt auf jeden Fall ein bisschen Platz bei Jutta rein. Da kommt ein neues Bett rein. Da müssen wir mal schauen, ob wir dann vielleicht noch ein bisschen umbauen oder was, wie wir das handhaben. So, die Jutta hat Hunger. Gut, ess mal ruhig was, das ist in Ordnung. Und wenn du fertig gegessen hast, kannst du mal an einem Plug-in arbeiten. Hat er auch gerade geglänzt? Ja, sehr gut. Die harte Arbeit von Felix hat sich ausgezahlt. Zweimal, denn die Qualität der Pflanze ist jetzt gestiegen. Okay. So, die beiden. Flirte eine Runde und dann aber erstmal ab aufs Töpfchen. So, so, so. Und dann hast du auch noch Hunger. Öffnen. Oh, da ist gar nichts im Kühlschrank. Kannst doch eine Pizza bestellen. Wir haben noch nie eine Pizza bestellt, oder? Susi, wie wär's denn, wenn du mal eine Pizza bestellst? Service engagieren? Ein Pizzaservice. Eine Käsepizza, Pizza Salami oder kanadische Speckpizza? Boah, wir nehmen erstmal eine klassische Salami-Pizza. Pizza Hawaii wäre toll. Die hätte ich natürlich sofort genommen. Leckere Pizza Hawaii. Jutta hat Fähigkeit Stufe 3 beim Kochen. Sie kann jetzt Rezepte für Buntbarsch aus der Pfanne. Kekse mit Schokostückchen und Pfannkuchen kann sie jetzt herstellen. Cool. So, die Pizza dürfte bald kommen. Dann gehen wir doch hin. Und nehmen die Pizza entgegen. Machen wir mal weg. Die Pizza ist unterwegs. Die wird bald ankommen. Da ist jemand inspiriert und möchte gerne mit jemandem über Träume sprechen. Komm, dann rede doch mal mit Jutta über deine Träume. So, Musik wieder aus. Wannaboo. Wannaboo. Singst du? Oh, Pizza kommt. Pizza nehmen. So, plaudern erstmal beenden, bitte. Ja, natürlich über Staubsauger. Das neue Produkt ist ganz toll.
Alles klar, hier ist deine Pizza. Das macht 25 Simoleons. Sim-Dollar, ihr wisst, naja, egal. Ein Kunststück betrachten. Aber nee, jetzt nimm dir mal ein Stückchen hier. Hast nicht ganz so viel Hunger, aber ein bisschen. Der Felix ist auch wieder da. Da kommt er natürlich auch gleich und holt sich ein Stück Pizza. Und die Pizza wird irgendwie nicht kleiner. Wie viele Stücken haben wir davon? 6 Stücken übrig. Kalte Pizza ist auch toll. Oh, liebt ihr kalte Pizza auch so wie ich? Ich finde, kalte Pizza ist echt der Hit. Vor allem, wenn die Pizza von der Pizzeria Joey's kommt. Da mag ich das immer sehr gerne. Also, da bestelle ich mir auch immer eine extra große Pizza. Davon schaffe ich nur die Hälfte. Aber wenn die kalt ist, boah, da kann ich auch zum Frühstück essen, ganz ehrlich. Finde ich total klasse. Und das scheint gut zu schmecken. Wie ist das bei euch? Könnt ihr mir mal erzählen, wie das bei euch ist mit Pizza? Oh, ich sehe gerade, können wir noch weiterentwickeln? Und da hat wieder jemand die Musik angemacht. Und ich glaube, ich weiß, das war die Susi. Was möchte der Felix einen Witz schreiben? Hast du noch gar nicht aufgegessen? Ich habe jetzt gehofft, er macht... Kommt gleich zurück, deswegen habe ich kurz vorgespult. Aber macht er natürlich nicht. So, die Susi geht gerade an den Computer. Und den Strom kann doch wieder keiner bezahlen. Erstmal noch dein Pizzastückchen auf. Und dann kannst du mal mit der Susi hier ein bisschen... Ja, wie soll ich sagen? Einfach mal sagen, was die Phase ist. Gestehen, dass du dich angezogen fühlst. Und ein Kompliment über das Aussehen machen. So. Und während das passiert, würde ich sagen, können wir erstmal in die nächste Folge hüpfen und ja, da geht's dann weiter. Also, bis am Endscreen. Ciao. Es ist ehrlich gesagt gar nicht so viel passiert, außer dass wir versucht haben, hier ein bisschen Freundschaft zu schließen. Aber das ging auch voll in die Hose, habe ich so das Gefühl. Also wirklich vorangekommen mit der Hannah sind wir da nicht. Irgendwie ganz, ganz minimal. Da müssen wir also noch uns ziemlich häufig mit der guten Dame treffen. Mal gucken, wie das weitergeht. Also bleibt dabei. Ich freue mich auf euch. Ciao.